Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Altwelle aktuell. Direkt aus Amerika, hier auf Nerach, unser Fernsehstudio. Er hat uns die neue Single, das neue Album mitgebracht und noch etwas ganz Spezielles. Er ist der einzige Schweizer, liebe Zuschauer. Schauen Sie mal hier auf unseren Tisch. Er hat über 8 IFPI-Auszeichnungen bekommen für ein Platz 1 Album in den offiziellen Popcharts. Und das ist wirklich eine riesige Sensation. Wir freuen uns richtig, dass er heute da ist, der Chef der Galimeros. Herzlich willkommen, Roli Eberhardt. Ja, danke vielmals, Elmar. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, auch, wie du sagst, praktisch aus Amerika zurück, da nach Nerach. Ja, das Wetter hat wunderbar gepasst, natürlich in Arizona, die Sonne dort hier, die tut natürlich gut, auch wenn man den Helm auf dem Töff hatte, aber so ein bisschen Farbe hat es dann gleich gegeben. Ich hoffe, wir können schnell ein bisschen Zeit, um über das zu diskutieren. Ja. Aber hier, liebe Zuschauer, die Award. Ich muss sagen, wenn ich so eine in die Hand nehme, das ist erstens mal ein riesiges Gewicht und vor allem für jeden Musiker, glaube ich, ist das Tüpfchen auf sie. Ich meine, ihr habt das jetzt 8 Mal geschafft mit einem offiziellen Album auf Platz 1 in Deutschland und auch in der Schweiz. Roli, umso älter das wirst, umso mehr Vollgas gibst. Was ist da los? Ja, es ist natürlich schon ein unglaublich schönes Gefühl. Ich muss sagen, dass man so etwas erreichen kann. Es braucht ja sehr viel dazu. Man muss zusammen stimmen, zusammen passen. Das heisst, sicher einmal, wo wir den Anfang haben gemacht, vor 47 Jahren ungefähr, mit den richtigen Liedern wahrscheinlich, also nicht nur wahrscheinlich, «Du bist wie die Sterne, schön Kreta» und so weiter. Das sind heute natürlich ganz, ganz, ganz grosse Hits. Wir haben aber auch das Glück gehabt, dass wir im richtigen Studio waren. Wir hatten den richtigen Mann, einen Mischbau gehabt. Es haben unsere Instrumente irgendwie gestummt. Chör, die wir miteinander gemacht haben. Gitarre, die entsprechend gelungen hat. Das Ganze muss rund sein. Und dann haben wir natürlich selbstverständlich auch die richtige Plattenfirma sicher dann hatte, die an uns geglaubt hat, der Köbi Baumgart, der gesagt hat, Jungs, da mache ich etwas draus. Also es muss bei jedem Künstler, glaube ich, immer einfach alles passen. Immer wieder faszinierend, auch im Videoclip natürlich und jetzt eine Vorbereitung auf das neue Album. Wie kommt es ganz genau raus? Das Album kommt am 10. Mai raus, ganz genau. Also das heisst, der Tag vor unserem grossen Galimeros Schlagerfest, das wir haben. Und das passt natürlich ausgezeichnet. Wir werden dann natürlich einige Titel aus diesem neuen Album vorstellen können. Du hast es gerade erwähnt, natürlich viele, viele Jahre. Zuerst früher war das Open Air, das du immer selber veranstaltet hast, Galimeros Open Air. Und jetzt natürlich bist du in der Halle rein und auch über das grosse Fest am 11. Mai natürlich auch. Und liebe Zuschauer, wenn es auch juckt, und ich glaube, da muss man sich jucken, sind so viele Künstler dabei. Roli, lass mal, wer ist alles dabei? Also wir freuen uns auf alle Künstler natürlich sehr, aber dass wir jetzt doch geschafft haben, Semino Rossi können, zu uns herzukommen, das ist eine grossartige Geschichte. Vor einem Jahr war er ja gesundheitlich angeschlagen gewesen und musste es verschieben. Vorher war es immer irgendwie einfach praktisch nicht möglich gewesen. Jetzt ist er dabei, aber auch natürlich Anna-Karina Wojcik. Wir wissen alle, wer das war, die Ex-Partnerin von Stefan Ross. Und dann haben wir auch die Schlagerpiloten, die wir lieben, und mit ihrer Musik selbstverständlich. Alle, die dabei sind, bis beim hintersten und letzten, haben wir einfach sehr, sehr Freude. Und sogar Partyhelden sind ja, dabei? Ja, Partyhelden natürlich. Sie werden sicher auch Party machen, natürlich. Kann ich. Ja, da sind wir überzogen davon. Und der Hansi Vogt als Frau Weber ist immer eine beliebte Nummer bei uns. Also ich muss auch sagen, der Hansi Vogt bei uns im Event, immer wenn er dabei ist, da kommt man fast feuchte Hosen über von Lachen. Das ist interessant, das ist richtig, ein Unikum natürlich. Aber ich glaube, wir gehen wieder zurück aufs Album. Du hast jetzt auch so viele Alben schon gemacht, aber kennst du die Anzahl? Wie viele hast du überhaupt schon gemacht im ganzen Leben? So nach meiner Berechnung sind es 51 Album. Und wir haben gemacht, also es ist unglaublich, es hat darum Jahre gegeben, wo wir sogar 2 eben haben gemacht, mehrere Jahre nacheinander. Und es ist eine unglaubliche Menge, die ich selber fast nicht fassen kann. Dazu kommen natürlich ganz viele Best-of-Sachen, die von verschiedenen Firmen, wie du das bestens kennst, Elmar, zusammengestellt worden sind, wo wir nicht einmal in der Rechnung haben. Wir hätten es natürlich nie träumen, dass wir, wo wir angefangen haben, 1976, hey, dass wir im Jahr heute, 24, immer noch dürfen mitmachen. Roli, jetzt muss ich was sagen, wir haben 45 Jahre irgendwie, glaube ich, muss ich auch bald sagen, wie lange noch? Hast du irgendwo ein bisschen so Gedanken, ja, jetzt so viel darf es nicht mehr sein?
Thema Amigos ist auch ein Beispiel. Ich meine, wir sind letztens mit den Zähmen gesessen. Jetzt muss einfach noch mehr reduziert werden, weil das Alter spüren sie auch. Und ich meine, da wirst du noch langsam ein bisschen spüren. Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Glück, dass ich gut zu Weg bin. Und meine Kollegen, Gott sei Dank, auch. Trotzdem mache ich mir natürlich schon Gedanken, jetzt auch schon längere Zeit, wie machen wir es, was wollen wir noch machen, was wollen wir erreichen, wie lange wollen wir es überhaupt noch durchziehen. Da tun wir uns auch immer austauschen untereinander. Die Zahl kann ich nicht ganz genau sagen, aber es geht schnell. Da sind jetzt noch mal 3 Jahre vorbei. Und dann habe ich dummerweise auch schon eine Zahl, die mir nicht gefällt, vom Alter her gesehen, wie wir beide zusammen wir wissen, sie auch. Wir sind Jahrgänger. Ja, ja. Also das spielt alles mit und ich will es nicht verpassen, viel auch noch zu reisen. Ich gehe immer reisen, aber ich will vielleicht noch ein bisschen mehr Sachen schauen können. Ich will, die Arbeit gibt ja viel zu tun. Das heisst, wir sind immer im Studio, wir sind immer im Büro. Täglich gibt es viel, viel Arbeit. Und wenn wir das dann doch langsam mal ein bisschen reduzieren könnten, wäre ich nicht unglücklich. Du hast gerade gesagt, ich kann reisen. Und da schauen wir jetzt einen kleinen Einblick, wo du in Amerika warst, mit einer Harley bist unterwegs warst. Ist schon ein ganz spezielles Gefühl, gell? Ah, das ist ein grosser Traum von mir. Und weil Harley ist richtig ein schwerer Töffel. Ich bin schon viele Töffel gefahren. Das ist bei uns in der Familie immer zu fahren, immer ein Thema gewesen. Und aber Harley zu fahren in Amerika auf der Route 66, das passt irgendwie einfach zusammen. Und mir ist dann auch sehr oft angesprochen worden von Leuten. Leute wollten ein Foto machen mit uns mit dem Töff oder den Töff berühren oder was auch immer. Also es ist etwas Einmaliges. Darf ich jetzt mal fragen, aber nicht, dass du irgendwo auf dem Töff schon irgendwie wieder da oben gesponnen hast, eine neue Idee für einen neuen Song? Ja, mal, ich hab mir viel Gedanken gemacht. Ja, mir ist eine Stunde lang am Fahren. Ich habe während dieser Zeit auch nicht Musik hören, weil das Geräusch, das man da hat und alles, ist so wunderbar. Da habe ich mir schon viel Gedanken gemacht, wenn ich die Sonne gesehen, im Horizont, wenn wir in die Abendsonne reingefahren sind oder auch Morgensonne. Viele schöne Landschaften. Ich habe mir ein paar Sachen notiert und es könnte durchaus sein, dass auch daraus irgendwie ein Lied entsteht. Da bin ich fast hundertprozentig sicher. Jetzt gehen wir aber von Amerika, gehen wir zum Himmelbett. Ja. Weil Himmelbett ist auch ein wunderschöner Song, den du produziert hast. Erzähl ein bisschen über den Song. Ja, ja, irgendwie das schon lange in meinem Kopf gehabt, aber nicht so richtig auf die Endidee gekommen. Ein rotes Himmelbett am weißen Palmenstrand ist ja natürlich eine lustige Ziele. Und wenn man auch noch die Vorstellung hat, wie das eben könnte sein, so ein rotes Himmelbett, es soll auch zeigen, dass es nicht immer vielleicht müsste ein teures Hotel sein, sondern dass man ganz einfach könnte mal Ferien machen könnte. Am Strand, ja. Unbedingt. Das neue Album steht da. Wahrscheinlich, so wie ich das jetzt mal denke, wird es die 9. Auszeichnung sein von der ISPI als Platz 1. Ich drücke sicher den Daumen. Was erwartet Danke. Dich also auf dem Album? Was hört man da Neues? Also, uns war immer ganz wichtig, es hat gezeigt im Verlauf dieser vielen Jahre, dass wir eine Linie haben für Wünsche, die für uns passt, die für unsere Fans stimmt. Und diese Linie wollen wir nicht verlassen. Aber trotzdem haben wir versucht, noch ein bisschen frecher zu werden, vielleicht ein bisschen, in Anführungsstrichen, moderner zu werden. Aber die Themen, die wir gerne besingen, also von den verträumten Sachen halt, oder vom Urlaub oder von schönen Momenten aus dem Leben raus, die haben wir auch hier als Hauptthema immer natürlich jetzt durchgezogen. Hey, aber doch zu zwei, drei Sachen getroffen, die ein bisschen frecher sind, die lustig sind, die ein bisschen, ja, einfach speziell ein bisschen kutzeln, sagen wir in Bern. Und das war unser Ziel, dass wir da ein bisschen eine schöne Abwechslung bieten können. Wir haben den Videoclip «Schalalala» bereits gesehen. Und liebe Zuschauer, das ist eigentlich selten bei den Galimeros der Fall, aber hören Sie mal rein. Kennen Sie den Song? Vielleicht auf eine andere Art schon. Roli, ich glaube, das ist ganz speziell, dass ein uralter Schunke, sage ich jetzt einmal, eher neu aufgepeppt hat. Wie ist es dazu gekommen? Es ist immer wieder so, dass ich auch gerne Lieder höre aus den 70er, 80er Jahren, was auch immer, wie das viele andere auch haben natürlich. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, was könnte man eben mal irgendwie auch wieder ein bisschen aufpeppen. Das Lied
habe ich schon oft gehört, und das ist mir irgendwie nicht mehr so recht zum Kopf ausgegangen. Wir kennen alle zusammen die Version, die meisten kennen die Version natürlich von den Venga Boys, aber eigentlich ist es ein Lied aus den 70er Jahren von der Gruppe The Walkers, die das ganz, ganz cool gemacht haben. Und dann haben wir das angefangen aufzunehmen und dann hat unsere Plattenfirma gesagt, hey Jungs, das ist ganz, ganz cool, wir nehmen das als Titelmelodie für die neue CD. Irgendwie kommt es mir als Persönlicher so vor, umso älter dass du wärst, umso mehr geile Ideen hast du in deinen neuen Song. Vielleicht kommt es ein bisschen von dem her, dass man denkt, allzu lange macht man das nicht mehr. Was will man noch? Was will man noch probieren? Was will man noch ein bisschen vielleicht mal woanders machen als sonst, ohne gross die Linie zu verlassen? Ich glaube, es hängt schon ein bisschen auch mit dem zusammen, mit dem Älterwerden, dass man sagt, man hat eigentlich noch ganz, ganz viele Wünsche. Alle kann man nicht erfüllen, alle kann man musikalisch nicht mehr auf eine Scheibe bringen. Aber zwei, drei Sachen könnte man doch jetzt ausprobieren. Ich glaube, das hängt ein bisschen mit dem zusammen. Ich habe dich schon mal gefragt vor ein paar Jahren, wo holst du oder wann hast du die besten Ideen? Gibt es da irgendwie Phasen, am Morgen früh, wenn du aufstehst oder bei Vollmond oder wenn du am Strand bist oder in Amerika? Nein, es gibt absolut keine Phase, und ich könnte sagen, dann ist es besonders gut. Was ich aber merke, es macht immer durch das ganze Jahr so. Das heisst, es gibt Phasen, wo ich merke, ich brauche es gar nicht zu probieren, es kommt mir nicht so interessant sitzen zu sein. Jetzt habe ich eine Phase, wo ich irgendwie einfach nicht so, wie soll ich sagen, das Gespüren, das ich möchte, singen möchte. Und dort tue ich mich dort auch nicht verkrampfen, tue die Zeit lieber genießen, mit vielleicht auch Musik hören und andere Sachen machen. Und plötzlich merke ich aber, wow, jetzt bin ich voll wieder motiviert. Und dann kann ich eigentlich Gitarre nehmen oder hocken das Klavier und schreiben oder respektive spielen verschiedene Töne oder singen einfach mit der Gitarre etwas ganz spontan. Und meistens komme ich dann sofort wieder auf einen neuen Nenner. Aber es gibt keine Zeit, wo ich sagen könnte, dann oder dort. Das kann überall sein und zu jeder Zeit. Was mir persönlich so das Gefühl hat, ich bin im letzten Jahr bin ich an einem Weihnachtskonzert gewesen, von der Calimeros. Und ich muss sagen, wenn man alle drei so auf der Bühne sieht, ist mein Gefühl jetzt, habe ich das Gefühl, kommt es mir so vor, so eine gefestigte Einheit habe ich seit Jahren bei den Calimeros nicht mehr erlebt. Ich glaube, man spürt es auch untereinander. Ihr seid wirklich ein eingeschweißtes Team. Und vor allem auch die Freude. Das Publikum, das hat ja gestrahlt. Ich sehe, es sind auch viel Ältere, die sind, viel Jüngere sind. Aber das Smiling in den Gesichtern, wenn ihr da auf der Bühne seid, also, das ist schon noch eine Spezialität von euch. Also, ich finde das wirklich, ich würde in einer Sendung mit dir mal noch auf das genau eingehen. Aber spürst du das auch oder ist es einfach im Prinzip das, was du in all diesen Jahren erlebt hast, dass es einfach viel fließender läuft? Am Anfang war ich ein bisschen nervöser und jetzt ist alles so Routine natürlich. Ja, ich denke schon, dass man anfangs, natürlich ganz in der Anfangsseite, ist man jeweils angespannt gewesen, wenn man auf der Bühne ist. Man hat noch keine grosse Erfahrung gehabt, man hat so gut wie möglich wollen machen. Dann ist langsam irgendwie, eben hat man die Erfahrung können sammeln. Es ist viel, es sind Einflüsse dazugekommen, vielleicht auch eben von anderen Musikrichtungen oder von anderen Musikern, wo man hat Lieder gehört. Dann ist es ganz sicher so, jetzt, wo wir zusammen sind, in den letzten paar Jahren merke ich selber, dass ich viel ruhiger werde auf der Bühne. Ich will einfach das geniessen, was wir noch geniessen können miteinander, untereinander. Man ist vielleicht auch, das ist glaube ich auch noch ein Punkt, vom halt auch älter werden, man ist toleranter untereinander. Man akzeptiert einander viel, viel besser. Man sieht die Wichtigkeit vom Kollegen, vom Freund auf der Bühne, dass man miteinander etwas erreichen will. Und die Akzeptanz eben und die vielleicht auch die Nähe, die man heute hat, die ist ganz, ganz wichtig. Wie wichtig ist es eigentlich, für dich jetzt persönlich eine richtige, gute Schallplattenfirma haben? Man sagt heute sehr oft auch, ja, nein, wir brauchen gar keine Schallplattenfirma. Aber glaube ich, in deinem Fall bestätigt es, dass eine Schallplattenfirma schon viel im Hintergrund macht, weil du das alles möchtest selber machen. Man sagt ja immer auch, ja, ich tue es ins Internet hineinstellen und dann passiert dann schon etwas. Aber dem ist nicht so, gell?
Überhaupt nicht, dem ist wirklich nicht so. Meine Meinung ist ganz klar, das darf ich heute nach so vielen Jahren Erfahrung auch sagen, dass viele, die sagen, es braucht keine Plattenfirma mehr, das sind sehr oft solche, die einfach keinen Erfolg haben. Ja. Nicht immer, aber sehr oft. Die das Gefühl haben, das kann ich auch selber und ich kann dann selber das ein bisschen auf der Bühne verkaufen etc. Und da wissen wir zwei, da kommt jemand nie nachher. Also so, es braucht einfach ein Team hinten dran. Wir haben ein grosses Glück, dass wir wirklich jetzt schon fast elf Jahre mit unserer Plattenfirma ein fantastisches Team haben. Wo es sind unzählige Leute, die hinten dran arbeiten, die die Produktion überhaupt einmal vorantreiben, die dann alles also Social Media mässig ist, machen. Grafiker, die es braucht, dann natürlich die, alle Informationen, die ins Radio gehen oder ins Fernsehen gehen oder in die Presse gehen. Das ist ein riesiger Apparat und es wäre interessant, das können wir jetzt nicht machen, aber wir könnten den Leuten mal schon noch mehr eine Sendung zeigen, was es alles braucht, dass eine CD von denen weg von der ersten Idee für ein Lied, bis die ganze Produktion fertig ist und bis sie dann im Laden innen ist, was das eigentlich für einen Weg braucht. Und darum bin ich ganz klar der Meinung, eine Plattenfirma, eine gute Plattenfirma, wie wir es dürfen geniessen, hilft uns und ohne Plattenfirma wäre es fast nicht möglich. Ich glaube, das ist ein Thema, gehen wir dann mal intensiv darauf ein, ja, auf den nächsten Sendungen, die wir dann machen, liebe Zuschauer. Schauen wir mal, wir sehen es noch 40 Sekunden, ist wieder auf, schon wieder durch. Aber ich glaube, jetzt, Roli, ich drücke einfach wirklich den ganzen Galimeros den Daumen, dass wirklich da wieder eine Nummer 1 geht. Ich bin eigentlich überzogen, wirklich ziemlich sicher. Und es sind ja geile Songs, ich habe etwas gehört und so weiter. Und ich glaube, auch an deinen Schatz und an Sandra, liebe Grüße. Danke. Und ich glaube, die letzten Schlussworte, die gehören dir. Das ist sehr lieb. Merci vielmals, Elmar. Also wichtig für uns alle zusammen ist selbstverständlich immer das Publikum, unsere Freunde, unsere Fans, die natürlich die CDs gerne kaufen. Und da können wir nie genug Merci sagen. Ein weiteres Mal herzlichen Dank euch und herzlichen Dank natürlich Elmar mit dem ganzen Team und alle, die uns unterstützen.